Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu Viva Volksmusik. Und da ist Ihr Gastgeber vom heutigen Abend, der Nicolas Senn. Mit dem erst 12-jährigen Aurelio Schuler und schon Samstagabendkiste eröffnet, nicht schlecht. Und unterstützt worden von der fast so jungen Thomas Biasotto Big Band. Schön sind Sie dabei heute Abend. Wenn Ihnen traditionelle Volksmusik gefällt, dann sind Sie im richtigen Ort. Wir bieten Ihnen aber auch innovative Youngsters und gestandene Legenden. Und wir gehen in dieser Sendung fast in jede Ecke von unserem Land, sogar über den Gotthard. Und zum zweiten Mal vergeben wir heute Abend den Viva Nachwuchspreis. 3 super Nachwuchsformationen sind bereits bereit, spielen heute Abend für Sie. Und Sie können per Telefon entscheiden, wer das den Preis gewinnt. Anfangen tun wir in dieser Sendung aber mit Routiniers. Sie gehören im Moment zum Besten, was es in der Region Bern an Musik gibt. Und sie eröffnen die Sendung mit Uhu, wo bist du? Da ist der Berner Örgliplausch. Mit dem Marcel Zumbr und Toni Teil oder heute Helen am Kontrabass. Und hier neben mir der Peter Grossen, ein Musiker, der in verschiedenen Formationen aktiv ist. Und nebenan tust du auch noch moderieren, Radiosendungen im Berner Oberland. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit so langen Sendungen wie jetzt heute, so eine zweistündige Sendung? Also, es ist so, wenn man 2-3 Stunden moderiert, muss man zwischen mal aufs WC. Auch das gehört dazu. Da kam ein Musikwunsch, dann noch im alten Studio, eine Schallplatte, ein Jodellied, das 6 Minuten geht. Ich dachte, wunderbar, die kann ich dazwischen schnell aufs WC. Und kaum bin ich abgehöckelt auf dem WC, hat die Platte einen Sprung gehabt.
Ja, und dann? Und ich bin mit halbuch gezogenen Hosen durch das Studio durchgesprungen. Ich glaube, die Hauswartin hat jetzt noch einen kleinen Schock. Ich bin beruhigt, wir haben in dieser Sendung zum Glück keine Schallplatte mit. Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Einen herzlichen Applaus, Peter Grossen und Berner Örgeli-Applaus. Und was bei den Berner Musikern so die Schweizer Örgeli sind, ist etwas näher hier an der Badesee Arena im Appenzellerland Zackbrett. Und wenn man es in der Originalbesetzung spielt, dann auch noch zwei Geigen, ein Cello und ein Kontrabass. Und genau in dieser Originalbesetzung hören wir jetzt Streichmusik Neff. Sie spielen uns im Walsers Mick-Sinn. Aus dem Appenzellerland. Vor genau einem Jahr haben wir hier in dieser Sendung zum ersten Mal den Viva-Nachwuchspreis vergeben. Drei Superformationen sind angetreten und wo dann am Schluss der Gewinner bekannt war, da war die Freude riesig. Das Echo vom Paradiesli. Herzliche Gratulation. Der Pokal ist euch. So sehen Sieger aus. Die Alicia, der Michi, der Simon und der Ueli haben 2015 den ersten Viva-Nachwuchspreis vom Schweizer Fernsehen gewonnen. Mit dem Stück «Schneehäsli» vom Franz Schmidig Senior haben sie sich in die Herzen der Zuschauer gespielt. Und sie sind dann in der ganzen Schweiz unterwegs und haben sogar schon eine eigene Potsmusiksendung bekommen. Das Echo vom Paradiesli. Von innen wird man noch viel hören. Und jetzt sind sie hier im Studio
Echo vom Paradies. Herzlich willkommen. Der Simon, der Alicia, Chania, der Michi und der Ueli. Damals könnt ihr es geniessen, könnt ihr ein bisschen zurücklehnen, schauen, wie es die neuen Nachwuchstalente machen. Simon, vor einem Jahr habt ihr hier auf der Bühne gewonnen. Und seitdem ist einiges passiert. Was hat sich denn seit dem Sieg so verändert? Ja, wir haben dieses Jahr ja, viele interessante Auftritte ja, können annehmen. Und ja, es war ein spannendes Jahr jetzt. Ja. Ist denn auch speziell, wenn man vielleicht plötzlich irgendwo beim Posten oder wenn man in die Schule geht, angesprochen und erkannt wird? Ja, hat schon zwei, drei gegeben, aber. Aber Liebesbriefe sind nicht wahnsinnig viel gekommen. Nein, nein. Fragen wir mal nach Alicia. Bei dir weiss ich nämlich, ich habe letztens einen Auftritt gehabt, da war ein kleiner Bub, etwa 3 oder 4. Und dann ist der kleine Bub gekommen und hat immer gesagt: Alicia, Alicia schauen, Alicia schauen, Alicia schauen. Du bist ein riesen Fan, der dich immer am YouTube wieder schaut, wie du da in dieser Sendung gespielt hast. Wenn der Bub euch weiterhin sehen will, Alicia, dürfen wir uns noch auf ein paar weitere Jahre freuen mit dem Echo vom Paradiesli? Ja, sicher. Ja. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr sagen, oder? Dann lassen wir es gerade so. Und ihr geniesst es heute, aber den Applaus, weil ihr so gut gemacht habt letztes Jahr, den kommen wir hier trotzdem über. Das Echo vom Paradiesli. Und auch heute wird der Viva-Nachwuchspreis wieder vergeben. 3 Talente warten auf ihren Auftritt, nämlich die besten 3 vom Folklore-Nachwuchswettbewerb. Sie daheim können dann die Auftritte sehen und entscheiden, wem das sie per Telefon wollen, ihre Stimme geben. Und das Beste ist, sie können auch gewinnen, nämlich 10'000 Franken. Und für die Gewinnerformation im Nachwuchs wartet dann hier der wunderbare Preis. Ein Auftritt in einer eigenen Bartz-Musiksendung und natürlich ganz einen Haufen Ruhm und Ehre in der Schweizer Volksmusikszene. Und jetzt lassen wir doch los mit der ersten Kandidatin. Eine junge, taffe Frau aus dem Kanton Luzern, die Madeleine Husistein. Wenn das Tal im Nebel versinkt, dann scheint bei der Madeleine Husistein 800 Meter über Meer die Schwarze Berg die Sonne. Will die 15-jährige Jodlerin aber auf Mauters, dann nimmt sie meistens den Bus. In ein paar Monaten fährt für Madeleine einen neuen Lebensabschnitt an. Sie freut sich auf die Lehre als Konditorin und Konfiseurin. Ja, es ist einfach anders. Ich kann es noch nicht genau beschreiben. Ich weiss nicht, wie es wird. Ich kann es, ja, ich kann es noch nicht sagen, aber ich freue mich wirklich. Es ist etwas Kreatives, Neues. Ja. Ein feiner Job hat sich die Madeleine da ausgesucht. Schon jetzt darf sie ihrem zukünftigen Chef ab und zu über die Schulter schauen und manchmal auch mal selber die Spritztüte ausprobieren. Ja, tipptopp macht das. Dass die Madeleine mit Herz und Seele Musikerin ist, das zeigt sich an ihren ersten Kreationen. Die Faszination für solche feine Leckerbissen ist noch sehr frisch. Ich habe einfach ein geholfen, meiner Mami gutzeln und ja, sonst backen. Aber selber jetzt so riesen kreativ habe ich jetzt nicht irgendwie etwas. Ja. Ob die Musik vielleicht noch einmal zu ihrem Beruf wird, das steht für Madeleine noch in den Sternen. So oder so wird weiter fleissig probet, weil bekanntlich macht Übung den Meister, ob beim Backen oder beim Jodeln. Ich tue es Freude singen. Drum den doch für mich abstimmen. Jo, la, la. Jo, la, 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 la. Thank you.
Schau mal, das klatscht. Vielen Dank für den Vortrag. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Madeleine, ich wäre schon extrem nervös gewesen, wenn ich entweder noch hätte müssen jageln, könnte ich auch nicht. Oder wenn ich hätte müssen singen, könnte ich noch weniger. Und du machst gerade noch beides miteinander. Wie trainiert man so etwas? Ja, einfach mal das Lied studieren und nachher schauen, welche Dauer das ist. Und ja, bist du es dann zuerst am Mörgeli oder zuerst singen? Zuerst singen. Und nachher mal zusammenfügen. Jetzt haben wir ja im Video gesehen, wie du da so feine Konditorensachen im Bachen bist. Hast du mir irgendetwas mitgebracht? Nein, tut mir leid. Aber ich muss fairerweise auch sagen, ich darf es im Fall gerne nicht annehmen, weil ich am Wettbewerb und da muss man neutral bleiben. Wenn du jetzt einmal nicht am Singen, am Bachen und am Mörgeli bist, was hast du noch für Hobbys so im Leben? Ich tue gerne lesen und auch gerne wandern. Gerne wandern? Ja. Hey, das könnte fast abgesprochen sein. Zuerst aber jetzt einen riesigen Applaus für Madeleine Husistein. Ich wünsche dir viel Glück. Ja. Haben Sie gehört? Gerne wandern tut sie, Madeleine. Und das macht der Sen im Fall auch gerne. Und ich hoffe, auch Sie gerne wandern, legen Sie die Wanderschuhe an. Wir gehen miteinander auf Wanderung, werden begleitet von Fahnenschwinger, Alphornbläser, einem Ländlerquartett Schmied und der Trachtengruppe Kandersteg. Mit denen gehen wir auf die Steintalwanderung. Thank you.
Jeff Bernet am Klavier. So tönt's, wenn Hackblätter und Boogie-Boogie aufeinandertreffen. Und Elia sitzt so unter uns. Ich schlafe an, du gehst jetzt sofort liegen. Weil wir zwei haben am Morgen früh auf dem Gurten zu Bern wieder miteinander ein Konzert. Und dann ist wenigstens einer von uns beiden ausgeschlafen. Nochmal einen herzlichen Applaus, mein Bühnenkollege am Piano, der Elias Bernet. Und während der Elias liegen geht, machen wir natürlich weiter. Hier in Viva Volksmusik mit einer ganz unglaublichen Geschichte. Mein nächster Gast wird dieses Jahr 84 und er steht seit rund 70 Jahren auf der Bühne. Und steht, da meine ich wörtlich, weil er ist der stehende Klarinettist. Schon als kleiner Bub ist der Leo Kähli aus dem zürcherischen Säuliamt mit Volksmusik infiziert worden. Er hat zuerst Schweizer Orgel gelernt und dann mit 11 dank seinem grösseren Brüder angefangen Klarinette zu spielen. Wenn wir Musikanten hatten, die heime in der Stube und die gespielt haben, habe ich immer gestaunt, wie das Instrument gespielt wird und wie das tönt. Und dann, an dem hatte ich Freude gehabt. Darum bin ich eigentlich auch auf das gekommen. Noch vor 20 hat Leo Kähli seine eigene Ländlerkapelle gegründet und ist regelmässig aufspielen. In den Beizen war es häufig eng und Leo hat angefangen im Stehen zu spielen. Das ist zu seinem Markenzeichen geworden und seither ist er der stehende Klarinettist. 1962 ist er das erste Mal im Fernsehen gekommen, in der Sendung «Für Stadt und Land». Heimlich hatte ich doch ein bisschen Stolz. Ich dachte, es ist doch noch etwas dahinter mit der Ländlermusik, dass man den Auftritt machen darf im Fernsehen. Und damals, das war ja noch jung an sich, schwarz-weiß Aufnahmen, aber trotz allem, ich glaube, ein gewisser heimlicher Stolz war doch vorhanden. Ein Haufen Fernseh- und Radioauftritt und Schallplattenproduktionen sind in den 60er Jahren dazugekommen und haben Leo Kähli in die Gilde der renommierten Volksmusiker gebracht. Man hat sich gefühlt, man gehört ein bisschen zu den anderen, die auch Schallplatten gemacht haben. Und selbstverständlich hat das einen gefreut. Auch heute, mit bald 84, spielt Leo Kähli noch täglich mit grosser Freude Klarinette. Solange die Gesundheit vorhanden ist und ich meine Finger kann brauchen, die Lunge darf brauchen und noch die eigenen Zähne darf haben und Motivation, die Freude an der Ländlermusik, so meinte ich, solange es geht, mache ich mit und tue. Aber selbstverständlich, ich bin mir bewusst, dass eines schönes Tags, dass ich mir selber muss sagen, du Leo, ich glaube, jetzt ist genug. Und liebe Damen und Herren, Sie verstehen mich sicher, dass ich den Leo Kähli in dieser Sendung wollen haben. Und trotzdem, wenn ein 70 Jahre lang auf der Bühne steht, dann kann man ja als junger Schnösel mit gerade mal 20 Jahren Bühnenerfahrung nicht einfach anrufen und sagen, du Leo, komm mal vorbei. So, und dann muss man persönlich den Herrn einladen. Genau das habe ich gemacht. Ich bin nämlich letzten November den Leo Kähli überraschen. Ich bin jetzt in Rifferswil im Kanton Zürich. Und da hinten in diesem Restaurant hat der Leo Kähli fast auf den Tag genau vor 70 Jahren seinen allerersten Auftritt gehabt. Und heute, 70 Jahre später, spielt er wieder genau an diesem Platz. Er feiert sein Jubiläum und für das will ihm gratulieren. Das Beste ist, er weiß gar nichts davon. Da innen sind sie. Grüezi wohl. Ja, danke vielmals für den Zug. Guten Abend miteinander.
Mein Name ist Nicolas Senn. Der Herr hier heisst Leo. Und ich habe gehört, dass er ganz, ganz ein grosses Jubiläum feiert. 70 Jahre auf der Bühne. Und vor 70 Jahren und 3 Tagen hast du hier gespielt. Am 3. November war es 70 Jahre gewesen. Und jetzt sind schon wieder 3 Tage vorbei. Die Zeit läuft schon ganz. Bist du heute mehr nervös oder trotz mal als 13-jähriger Knirps, der hier auf der Bühne gestanden ist? Also das heisst, als ich angefangen habe mit meinen Brüdern an dem 3. November 1945, hatte ich ein Gesicht wie die Bluse, auch so rot. Aber zum Glück war die Lampe nicht so stark. Die Leute haben es weniger gesehen, dass ich nervös war und ein bisschen scheu war mit dem Blasen. Leo, du hast jetzt hier mal dein Jubiläumsfest, aber ich glaube, wenn man diese Meisterleistung schafft, um 70 Jahre auf der Bühne steht, dann könnte man da gerade noch mal eine Schuhnummer grösser feiern. Wir haben zum Beispiel am 30. Januar eine grosse Samstagabendsendung Viva Volksmusik in der ausverkauften Bodensee-Arena. Könntest du dir vorstellen, um dort einen Auftritt zu machen? Ja, das könnte ich, ja. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kurz und bündig zugesagt hat Dr. Leo Köhli. Warum ist er jetzt hier? Auf der Bühne mit seiner Kapelle. Er spielt uns sein Paradestück, den 7 Klarinettenländler, auf 7 Klarinetten quer durch alle Tonarten. Willkommen auf der Bühne, der Leo Köhli. Thank you.
Walter Bürgel am besten, so und der reiche Kelly an der Hand, der Walter Rickenbacher. Und jetzt bist du eben da. Ich bin ein bisschen grösser, aber sonst sehen wir fast etwa gleich alt aus, Kelly. Jetzt hast du da mit knapp 84 auf 7 Klarinetten gespielt, hast du in dem Fall mit dem 70-jährigen Jubiläum alle 10 Jahre wieder eine Klarinette gekauft? Nein, die habe ich schon manches Jahr. Also das letzte habe ich die H-Dur-Klarinetten bekommen. Und die habe ich können, dank dem Wiesel Gier damals, habe ich die in Einsiedeln dürfen abholen. Und dann, selbstverständlich, hat die müssen im Gab, ich weiß nicht, darf ich das sagen, Meierheiri. Ja, jetzt ist es gesagt. Ja, der hat das spielbar gemacht, das Instrument. Aber das ist ein Stück, das wahrscheinlich aus dem 19., also 1895, 90, es hat noch Steckächsli, das hat noch keine Schrauben dran. Die Ächsli sind gesteckt. Also da kann man sagen, Klarinette ist fast noch ein bisschen älter als du. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Leo, jetzt sag mal, du hast vorhin gesagt, 10 sind noch ganz Musiker, geht noch alles. Was ist dein Erfolgsrezept, um 70 Jahre lang so gut und vital Musik machen können? Oh, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, ich bin bald 60 Jahre geheiratet und ein riesengroßer Dank ist an meine Frau zuzuschreiben. Und ich glaube, sie hat auch noch ein bisschen beigetragen, dass es mir gut geht. Und ich glaube, wenn es jetzt so noch ein bisschen heute und morgen, vielleicht noch übermorgen, geht es noch ganz gut. Hey, das hast du ja so, so schön gesagt. Das ist ein Applaus für uns, Leo Kelly. Hey, wunderbar. Liebes Publikum, ich weiss, dass der Leo all seine Auftritte gesammelt hat. Alle Fernsehauftritte sind archiviert. Ich weiss aber auch, dass ganz ein wichtiger Fernsehauftritt in deinem Archiv noch fehlt. Und darum habe ich jetzt eine kleine Überraschung bereit. Bevor die Überraschung kommt, Leo, die Überraschung ist die, die sie bringt und nicht die, die ihr lauft. Herzlich willkommen, Trainer! Und sie bringt auf dieser glänzigen DVB den allerersten Auftritt, den Leo Kelly im Fernsehen hatte. Schau mal die Jahrzahl an. 1962 für Stadt und Land. Da hast du im Fernsehen gespielt, schwarz-weiss. Und kannst jetzt in aller Ruhe daheim geniessen. Ist das gut so? Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist wunderbar. Danke, danke vielmals. Danke vielmals, dass du da bist. Ein riesiger Applaus für den Leo Kelly. Merci. Meine nächste Formation auch mal 70-jährig Bühnenjubiläum feiern kann, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Weil wir kommen zu den zweiten Kandidaten vom Nachwuchswettbewerb. Und wir gehen schon wieder in den Kanton Luzern, nämlich zu den Entlebucher Bergklängen. Die Musiker der Entlebucher Bergklänge kommen aus 4 Familien in 3 Dörfer. Vom Alters im Kanton Luzern kommt Esther Seeberger. Mit 18 ist sie die älteste in der Truppe. Alle 6 Mitglieder für Proben zusammenzubringen, das ist gar nicht so einfach. Ja, es ist schon kompliziert. Wir sind im Alter, wo man viel macht, viel zu tun hat, viel los hat. Aber ich glaube, uns ist einfach die Musik auch nicht wichtig. Und wir nehmen uns Zeit für das und so klappt das eigentlich gut. Auf 1200 Meter über Meer zu Romos sind Julia und Caroline Vogel daheim. Von der Schule heim kommen die Schwestern jeden Tag mit der Seilbahn. Und wenn es zu der Probe geht, dann steht der Babi schon in den Startlöchern und ab geht die Post. Das Ashleys-Matt hat sich Esther Gerber auf den Weg gemacht. Sie hat es nicht so weit wie die anderen, weil Esther ist in direkter Nachbarschaft zum Hof der Familie Vogel daheim. Und genau das ist der Ort, wo sich alle zum Musizieren treffen. Da warten Lorenz und seine Schwester Regina auf ihre Musikspändli, die ja eigentlich noch gar nicht so lange zusammen Musik machen. Persönlich kennen wir uns schon lange vorher, aber wir haben erst auf so ein Familienfest zusammen Musik gemacht oder so, aber so richtig gross haben wir jetzt noch nie so miteinander gespielt.
Jetzt sind die 6 Talente noch fleissig am Proben. Wenn es aber um einen Siegeswillen geht, dann sind alle doch schon ziemlich parat. Unsere Musik im Blut, darum haben wir es zusammen gut. Mit Regina, der Julia, der Esther, der Caroline, dem Lorenz und nochmal ein Esther. Der Engadiner Nussknacker haben sie gespielt und sie haben auch von der Besetzung her im Bündnerstil gespielt. Esther, wie sind auf da gekommen, als Entlebucher Bündner Musik spielen? Ja, das ist einfach ein Musikstil, der uns auch noch gut gefällt. Und ich glaube, auch mit der Klarinette passt das einfach sehr gut so. Also ich weiss jetzt nicht, wie sie da im Saal empfunden haben, aber mir hat das super gefallen. Der Lorenz hat da schon während dem Auftritt so richtig gestrahlt. Und das war ja live gespielt, gell? Lorenz, bist du jedenfalls zufrieden mit deinem Auftritt? Wow, eigentlich schon. Lassen wir doch mal, wie das Publikum zufrieden ist. Ich wünsche auch euch viel Glück und da ist euer Applaus. Nachwuchspreis gewinnen meine nächsten Gäste garantiert nicht mehr. Das haben sie aber auch gerne nötig. Obwohl sie eine Art ganz normales Jodlerchörli wären, sind sie nämlich richtige Hitparadenstürmer. Es war einmal ein einfacher Jodelclub aus dem Kanton Nidwalden. 20 Männer vom Wiesiberg haben traditionell gejodelt und das Publikum an Mengen Jodlerabend verzaubert. Aber dann haben sie sich an heute ewige Liebe gewagt. Und plötzlich hat man Jodelclub Wiesenberg in der ganzen Schweiz gekannt. Ewige Liebe,
Und dann haben sie zwei Jahre später gerade noch einen draufgesetzt. Mit der Francine Jordi nehmen sie eine Coverversion vom «Feuer von der Sehnsucht» auf und stürmen die Schweizer Hitparade. Sie gewinnen sogar die Auszeichnung vom grössten Schweizer Hit. Und spätestens jetzt sind sie auf «Du und Du» mit den grossen Stars. Es gibt einen Kinofilm, weitere CD-Produktionen und im Jahr 2010 vertreten sie die Schweiz an der Weltausstellung in Shanghai. Spätestens jetzt sind sie der vermutlich bekannteste Jodelclub in der ganzen Schweiz. Sie können sich das vorstellen. Entsprechend wäre diese Idee aber mit Anfragen überhäuft. Und darum habe ich eine riesige Freude, dass Sie bei unserer Anfrage zugesagt haben. Da ist er, der Jodelclub Wiesiberg. Oh.
Danke dir. Aus dem Prättigau im Kanton Graubünden. Und für da, dass Stilser Buben heissen, haben sie nach meiner Meinung schon ganz eine anständige Frauenquote. Vielleicht fragen Sie sich aber, ob man die Frauenquote in unserer Volksmusik auch noch ein bisschen erhöhen könnte. Zum Beispiel auf 100%. Und genau das machen wir bei der nächsten Formation. Und Sie müssen im Fall nicht denken, wir haben die einfach eingeladen, weil sie gut aussehen. Sondern sie machen auch noch gute Musik. Sie haben das studiert am Tiroler Landeskonservatorium und an der Universität Mozarteum Salzburg. Jetzt zum ersten Mal im Schweizer Fernsehen. Direkt aus Tirol, die Huameligen.
österreichische Volksmusik hier bei uns mit Claudia Heiss, Barbara Schreier und Caroline Kostner an der Harfe. Sag mal, Barbara, jetzt haben ja da irgendetwas gesungen vom Besen und Heigo. Kannst du uns das ins Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, sodass wir das verstehen, kannst du uns übersetzen? Ja, eigentlich ganz einfach. Wenn wir heimgehen, schaut sie uns noch mal gut an, weil wir nehmen einen Besen und fliegen davon. Aber heute bleiben wir noch ein bisschen, oder? Wir bleiben noch gern da, ja. Jetzt habt ihr ja schon fast die halbe Sendung gehört, Luther, Schweizer Volksmusik. Wie gefällt euch die Schweizer Volksmusik so? Also ganz gut. Wir haben auch einige Parallelen und einfach auch die Spielfreude, die uns da vermittelt, also das taugt uns. Wobei, die Spielfreude hat man bei euch auch gespürt. Jetzt muss ich das Instrument da mal noch ein bisschen genauer anschauen. Die Harfe von der Caroline. Bei uns sieht man die Harfe in der Volksmusik nicht wahnsinnig viel. Wie sieht das bei euch im Tirol aus? Das ist ein sehr beliebtes Instrument, ja. Es ist Tradition bei uns schon. Es ist nämlich eine typische Tiroler Volksharfe. Eine Tiroler Volksharfe, wenn man sie auf den Tisch legen würde, sieht sie aus wie ein Hackbrett. Wie viel... Ja, sie tönt dann vielleicht nicht genau gleich, aber dann lassen wir jetzt mal beiseite. Wie viele Saiten hast du bei dem? Ich habe 125 und da hast ich du? Ich habe nur 36. Nur? Ja, yeah, das ist ja... Yeah. Kann man die spielen, wenn man es noch nie hat? Oder darf man das als Mann nicht? Wie sieht das aus? Du darfst total gerne mal was zupfen. Ich spiele mal was vor. Ja, gerne. Ja, nicht gerade die ganze Melodie. He? Einfach mit den Fingern so? Ja, genau. Mit dem Zeigefinger, der Kleine geht nicht. Der ist zu kurz. Bei den Tiroler, ja. warte, zum Schluss. Jetzt ein Zweiklang. So. Ah. Vielen Dank, dass ihr eure Musik mitgebracht habt. Und einen riesigen Schweizer Applaus für die Hormeligen. Wissen Sie was? Wir machen beim Thema Frauenquote geht noch etwas weiter. Nämlich wieder mit einer Frau. Wir kommen zum dritten Nachwuchstalent. Und Pierre ist der Name so richtig Programm. Sie spielt nämlich volles Rohr und heisst Anna Rudolf von Rohr. Nein, das ist ein Kreisnebelhorn. Das ist ein Alphorn. Daheim in Zeltsach bei Solothurn übt Anna Rudolf von Rohr mit ihrem Blasinstrument. Im Keller hat es genug Platz dafür. Nachbarn werden nicht gestört und die Wäsche trocknet sicher auch schneller. Als dreijähriges Mädchen ist Anna in Thailand von Schweizer adoptiert worden. Nebst der Musik liebt sie das Bauern. Mehrmals in der Woche hilft sie einem Bauer in der Nachbarschaft. Heute holt sie Wasser bei der Gemeinde, weil die Quelle auf dem Hof zu trocken ist. Das ist mehr als ein Hobby. Anna, sie will Bäuerin werden. Papi hat es mir sicher sie auch probieren auszureden. Aber mir hat es gleich gefallen und ja, jetzt wird es doch. Vor 2 Jahren hat Anna den Ausweis gemacht und fährt schon Traktor wie ein Profi. Abgesehen von der grossen Maschine hat sie auf dem Hof auch die Kühe besonders gern. Motiviert bis in die Heugabelspitze. Bei so viel Landliebe müssen sich die Schweizer Bauern um einen Nachwuchs keine Sorgen machen. Ja, ich möchte schon einen eigenen Hof übernehmen und dort drauf bauen. Ob Landwirtschaft oder Alphorn spielen, Anna ist ein junges Mädchen, das weiss, was sie will. Ich würde gerne gewinnen, weil ich euch noch mehr von meiner schönen Alphornmusik zeigen will. Thank you.
Susanna Rudolf von Rohr mit ihrem Alphorn. Gut gemacht, hey Susanna. Ich glaube, wenn jetzt ich, während du gespielt hast, das Mikrofon runtergefallen hat oder vielleicht ein Nödel runtergefallen wäre, man hätte es gehört. Weil die Leute haben auch so schön gelassen zu deiner Musik. Wie hast es du es empfunden? Wo ist die Akustik besser? Bei euch im Keller, zwischen den Wäschchen oder hier in der Badesee Arena? Es ist beides gut. Und wo wirst du länger üben? Daheim oder könntest du dir vorstellen, wenn die Leute jetzt hier oben und sagen, die muss unbedingt wieder mal in der Sendung kommen, dann wirst du auch im Fernsehen wieder mal spielen? Ja, sicher. Eigentlich vielleicht schon. Wir könnten ja eine Wette machen, wenn du wieder mal kommst, musst du mit dem Traktor kommen. Egal wo das ist. Das wollte ich noch machen. Du wirst noch machen, gell? Das Zelt hinten drauf tun und dann ist gut. Zuerst musst du jetzt aber den Applaus geniessen und auch eindruckt an den Daumen. Da ist die dritte Finalteilnehmerin, Dana Rudolf von Rohr. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie all die drei Talente gesehen. Jodel, eine ganze Formation, die Ländlermusik gespielt hat. Und jetzt geht noch Alphorn. All das ist doch Nachwuchsförderung hier im Schweizer Radio und Fernsehen. Auch das gehört zum Service Public. Und Sie daheim, Sie entscheiden jetzt, wer das den Viva-Nachwuchspreis gewinnen soll. Sie können anrufen auf Nummer 0901 54 43 und dann die Endziffer von Ihrem Favoriten. Und das Beste ist, Sie können auch gewinnen, nämlich 10'000 Franken. Nicht schlecht, oder? Und damit es Ihnen etwas leichter fällt beim Entscheiden, hier nochmal unsere drei Finalisten. Leute hier auf 0901 54 43 01, wenn die Madeleine Husistei euer Favorit ist. Die Bucher Bergklänge am besten gefallen haben, dann rufen Sie hier auf 0901 54 43 02. Und wenn Dana Rudolf von Rohr eure Favoritin ist, dann rufen Sie an auf 0901 54 43 03. Jeder Anruf ab dem Festnetz kostet 80 Rappen. Also, machen Sie mit. Ich habe schon gesagt, Sie können 10'000 Franken gewinnen und Sie können an diesem Wettbewerb auch gratis teilnehmen, per WAP. Und jetzt gibt es wieder Musik. Wir gehen in die Innerschweiz, auf Roten Turm. Von dort kommt ein ganz musikalischer Vater. Er spielt Handorgel. Sein Sohn macht es gleich. Dann nimmt man die Tochter noch dazu, die spielt super Klavier und ein versierter Kontrabassist. Und fertig ist Saccade und Duo Martin Sutter Junior und Senior. Und sie spielen uns jetzt Marina. Thank you.
Hier bei Viva Volksmusik, aber auch im Publikum, zum Beispiel hier jetzt der Carlo Brunner zusammen mit Erika. Schön, sind ihr da. Carlo, eine Art, wie wir dich doch in so einer Sendung auf der Bühne erwarten. Was machst du jetzt hier unter den Leuten? Ja, ein bisschen zuhören, wie alle anderen auch, und eine riesen Freude haben. Gefällt es dir denn bis jetzt? Ja, natürlich gefällt es mir. Und es gefällt mir natürlich besonders, dass ich einmal da sitze und nicht muss hinten durch ein Klarinettenblättchen netzen und nervös sein, ob es auch gut geht. Ich lasse auch auf mich zukommen und darf geniessen. Und dass du da sitzt, das hat einen konkreten Grund. Ja, ich habe mir erlaubt, nach 40 Jahren Jubiläum mit dem Martin Nauer, den ich ja zusammenspiele, als ich mit 20 Jahren angefangen habe, mal eine kleine Auszeit zu nehmen mit dem Martin zusammen. Und zwar nur 3 Monate. Ah, nur 3 Monate, ja, das ist ja locker. Ja, aber jetzt, als ich den Leo Kehli gesehen habe, das ist ein bisschen komisch, dass ich nach 40 Jahren schon Pause mache. Wenn ich denke, dass er jetzt noch immer noch spielt. Ja, stell dir vor, für den Leo wären die 3 Monate eine Ewigkeit. Aber wir haben so viel gespielt. Jedes Jahr über 100 Mal. Und dazu ist noch der lachende Weihnachtszauber gekommen. Also, wir haben eigentlich nie Pause gemacht. Wir haben alle Ferien auch miteinander verbracht. Wir haben immer gespielt, 16 Kreuzfahrten, 10 Flussfahrten, 3 Amerika-Tourneen. Nein, es hört eben nicht auf. Und dann haben wir gedacht, jetzt möchten wir mal Ferien machen, privat. Und das machen wir jetzt. Der Carlo Brunner, der ist im Entspannen. Und langweilig wird es dem Carlo dann aber gleich nicht. Wir haben mal geschaut, wenn er die Zeit umbringt, und freuen Sie sich auf Bilder, die Sie von ihm so noch nie gesehen haben. Tennis Racket statt Klarinette. Der Tennisplatz statt die grosse Bühne. Und kein einziger Zuschauer. 2 bis 3 Mal in der Woche spielt Carlo Brunner mit seinem Bühnenkollegen Joshi Tennis. Und eifert seinem grossen Vorbild, Roger Federer, nach. Tennis bedeutet für mich ganz viel. Also ich habe Freude mal am Sport. Da habe ich Freude, dass ich mich so bewegen kann. Und habe Freude, dass mir fast nichts wehtut, natürlich. Und besondere Freude ist auch, dass ich einen ganz guten Tennispartner habe, nämlich den Joshi. Und er ist wirklich gut. Und ich kämpfe und arbeite daran, dass ich ihn endlich mal schlagen kann. Flinke Finger am Rücken statt auf dem Instrument. Nach dem Sport gönnt sich der Carlo Brunner Erholung. Nach vielen Jahren ununterbrochen auf der Bühne tut so eine herrliche Massage dem Körper und dem Geist gut. Das war herrlich. Richtig schön entspannend. Und jetzt hat man einmal richtig schön die Zeit, so etwas zu machen. Man muss nicht immer denken, wir müssen jetzt gerade wieder zu Abend rennen und irgendwo noch einmal spielen. Es ist einfach herrlich jetzt einmal zwischendrin. Rauch statt lüpfige Töne. Statt ins Klarinett blasen, hat Carlo jetzt viel mehr Zeit, um an einer richtig feinen Zigarre zu ziehen. Zigarre rauchen ist für mich Ruhe, Entspannung, Zufriedenheit. Und ich mache das immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich die Zeit.
Jetzt kann ich zurücklehnen. Jetzt kann ich mal ausschnaufen. Und das ist für mich ganz etwas Spezielles. Der Roger Federer, der Carlo Bonner natürlich. Dein Alternativprogramm sieht ja gar nicht schlecht aus, wie du das so hast. Wenn man Angst hat, dass du gerne am Anfang Musik nach diesen drei Monaten. Ja, also wenn ich jetzt also so geschaut habe, muss ich mir schon noch mal überlegen. Also Zigarrenrauch ist ringer als Blasen. Aber nicht unbedingt gesünder. Auch nicht schöner. Also zum Hören. Nein, es ist natürlich schon so. Wir freuen uns wieder. Der Martin ist übrigens immer noch in den Ferien. Der ist dann wirklich für lange Zeit. Den Kontakt schon abgebrochen zu einem. Nein, ich habe ihn sogar gesehen. Wir waren miteinander in Thailand, aber nicht miteinander in die Ferien. Wir haben uns einfach dort getroffen. Aber lustigerweise, ich habe ihn getroffen in einem Restaurant bei einem Schweizer Wirt. Und was hat der Martin gemacht, hat gehandorgelt. Weil ich es nicht dabei hatte, habe ich ein bisschen gebödelt dazu. Komm, dann machen wir wieder Musik. Die Bühne ist bereit. Instrument hätten wir auch da. Würdest du noch spielen, Carlo Bonner? Ja, kannst du denken. Ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich Ferien. Und im April geht es wieder los. Und ich habe so wunderbare, feine Musikantinnen und Musikanten da. Ich kann gut verzichten. Okay, gut, dann geniesse es. Und Applaus kommst du auch über, obwohl du heute mal nicht gespielt hast. Der Carlo Bonner. Und von einer Volksmusik-Legende kommen wir gleich zu der nächsten. Mein Gast, der hat ursprünglich einmal Drogist gelernt. Dann aber relativ schnell in den Journalismus gewechselt und beim Schweizer Radio und Fernsehen Folklore übernommen. Er hat gerade auch noch selber moderiert, zum Beispiel den Musikplausch Feierabend oder den Grand Prix der Volksmusik. Und meistens hat er in diesen Sendungen auch noch gesungen. Und das macht er auch heute bei uns in Viva Volksmusik fit. Wie noch nie. Herzlich willkommen auf der Bühne, der Sepp Trütsch. Thank you.
Hose satte. Guter geschminkt, parfümiert, steht wie eine Kuh auf der Latte, zumindest auf der Piste und früh. Alles war Ski, alles war Ski, Skifahrt die ganze Nation. Der Pappe des Sohn. Es gibt halt nichts Schönes, Juppé, als Sonnenschein, Bergen und Schnee. Es gibt halt nichts Schönes, Juppé, als Sonnenschein, Bergen und Applaus. Unglaublich, so routiniert, zusammen mit der Thomas Piasotto Big Band. Sag mal, machst du irgendwie daheim vor dem Spiegel noch eine Woche irgendwie eine Samstagabendkiste oder so Auftritt? Wie machst du das? Nein, also du siehst, sie hat mir in meinem Alter schon einen Stock gegeben auf die Bühne. Ja, aber hast du nicht, aber wie hat du auch sein gesetzt, den Stock, oder? Nein. Ich meine, es macht dir ja Freude, wenn man so viele schöne Gesichter sieht. Da kann es ja nur gut gehen. Sag mal, Sebtritsch, wie sieht dein Alltag heute aus? Du hast ein Restaurant in der Schweiz und was machst du jetzt noch den ganzen lieblangen Tag? Ja, also ich stehe auf, aber nicht mehr gleich früh. Weil jetzt denke ich, nein, jetzt lasse ich die anderen noch ein bisschen arbeiten. Der Tritsch geht ein bisschen später fort. Und manchmal... Wer geht er denn einmal? Ja, der geht er. Muss ich jetzt das sagen, die Frau lässt schnell. Die Frau kannst du schnell weglassen. Gut, dann würde ich sagen, dann geht er meistens gegen das Dorf ab. Oder? Und dann vielleicht trifft er einen und dann geht es etwa 3 Minuten miteinander und dann kommt noch die eine oder die andere dazu. Und dann geht es noch ein bisschen länger mit diesen Minuten. Kann durchaus passieren, dass es einen halben Tag geht. Wir haben vorhin eine andere Legende getroffen, den Carlo Brunner. Er hat gesagt, nein, heute macht er Pause, heute spielt er nicht mehr. Jetzt bist du in so einer Sendung, wie du hunderte davon moderiert hast. Kribbelt es wieder, wirst du gerne einen Teil der Moderation wieder übernehmen. Nein, du, weißt du, in dem Mittelalter, wo ich jetzt... Nein. Du, wir haben so gute Nachfolger, also du machst doch das so gut. Für was braucht es denn noch die Alten? Erzählen die Jungen eigentlich? Komm, aber jetzt würde ich mal schauen, was du machst. Wir haben eine Gruppe, nämlich aus dem Tessin, Djangol heissen die. Und jetzt machen wir doch so eine Moderation à la Sepp Trütsch. Wenn der Applaus vom Publikum laut ist, dann machst du es. Ist gut. Der Sepp Trütsch, meine Damen und Herren! Komm, weiter! Früher hätte ich jemand gesagt, lehnen Sie sich zurück. Machen Sie sich's bequem. Gehen Sie ja nicht vom Fernseher weg, weil jetzt kommt so richtig schöne Tessiner Gemütlichkeit und Wärme in Ihre Stube rein. Ja, jetzt haben wir eine wunderschöne Gruppe aus dem Tessin. Da ist sie für Sie. Django! Stava a vegliar, immaginatevi che grande tormento per un alpino.
mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. O sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposare. O sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposare. Quando fu stato sotto la tenda, sentì un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Dormivo sotto la tenda, sognavo d'essere con la mia bella, e invece ero di sentinella, fare la guardia allo stranier. E invece ero di sentinella, fare la guardia allo stranier. Und bei diesen zackigen Klängen, ich habe das Gefühl, ich sollte einmal aus Tessina so eine Stube schauen, ob denn da tatsächlich also hoch zu und her geht bei den Tessiner. Sie wissen, wir sind immer noch dran an der Abstimmung in unserem Nachwuchswettbewerb. Sie haben drei Formationen gesehen heute Abend und Sie können per Telefonabstimmung entscheiden, wer das den Viva-Nachwuchspreis gewinnt. Läuten Sie auf 0901 54 43 und dann die Endziffer von Ihrem Favorit. Das Beste ist, Sie können gerade auch noch gewinnen, nämlich 10'000 Franken. Hier nochmal unsere drei Nachwuchsformationen. Läuten da auf 0901 54 43 01, wenn die Madeleine Husistei euer Favorit ist. Wenn euch die Entlebucher Bergklänge am besten gefallen haben, dann läutet hier auf 0901 54 43 02. Und wenn Anna Rudolf von Rohr eure Favoritin ist, dann läutet hier auf 0901 54 43 03. Jeden Anruf ab dem Festnetz kostet 80 Rappen. Machen Sie mit und gewinnen Sie 10'000 Schweizer Franken. Sie können auch gratis an dem Wettbewerb teilnehmen, an dem Kawak. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird es rhythmisch. Weil der Rhythmus der gehört auch in der Schweiz zu der Volksmusik dazu. Besonders in der Innerschweiz, zum Beispiel im Kanton Schweiz. Dort wird bödelet und klevelet. Fast ein bisschen so wie der Pop- oder Rockmusik, ein Schlagzeug. Und genau da zeigt uns jetzt die Formation Wurzeltrieb. Thank you.
Schlagzeugtreiben so geklebt hat in dieser Boden. Sie haben innen noch nie Schlagzeug klebelt, bödelt. Und wir haben natürlich Publikum, das offenbar reagiert hat auf die Musik hier in dieser Halle. Jetzt tun wir da den Puls wieder ein bisschen runterfahren, liebe Damen und Herren. Und ich stelle mal ganz eine entspannende Frage. Haben wir hier im Publikum in der Bodensee Arena zufällig eine Dame mit dem wunderbaren Vornamen Frieda? Da hinten. Frieda, Frieda, Frieda. Haben wir 500 Leute, soll es doch wohl eine haben. Frieda. Ah, dort vorne ist Frieda. Guten Abend, Frieda. Wir sind halt ein bisschen um die Ecke hinten. Frieda, sehen Sie mich da hinten? Da bin ich. Hallo, Frieda. Das nächste Stückchen, das ist ganz allein für Sie, liebe Frieda. Gespielt wird es von einer Kapelle, die schon jahrzehntelang unterwegs ist, nämlich von Bruno Siefrig. Und es ist schon fast ein bisschen ein Ländlerhit heute Abend, extra für die Frieda, wo wir hier in der Arena haben. Friedas Traum. Der Sepp Kuba am Kontrabass, der Willi Wechler, der Benno Weber hier am Klavier. Und der Bruno Siefrig hat für uns den Friedas Traum gespielt. Wir haben ihn jetzt heute Abend einer Frieda im Publikum gewidmet. Aber weißt du, was für eine Frieda hier eigentlich gemeint war mit dem Stück? Ja, also die Original-Frieda, das war die Frau vom Huschki Sepp. Ihr hat dann auch noch andere Stücke gewidmet, zum Beispiel Friedas Liebling oder Friedas Freude. Und ich habe sie noch persönlich kennengelernt, mal in der Biberegg, zu Rotenturm.
Und zwar haben wir dort den Fridas Traum gespielt. Wir spielen den übrigens sehr oft bei unseren Auftritten. Und nach dem Stück kam eine ältere, nette Dame zu uns führen, hat sich vorgestellt, sie sei jetzt eben die Frida. Sie sei die Frau von Sepp Boschki. Die Frau, die Frida vom Fridas Traum persönlich kennengelernt. Du hast natürlich auch ganz, ganz viele mehr Leute kennengelernt auf all deinen Auftritten, jahrzehntelang. Eine Geschichte musst du uns noch schnell erzählen. Du warst in Japan mit dem Wiesel Gier, meinem Vorgänger. Und der hat dort ein bisschen spezielle Mödel angefangen. Ja, der Wiesel Gier war ein sehr heikler Esser. Und das japanische Essen hat ihm natürlich 3 Wochen lang ein bisschen zu viel für ihn. Und dann hat er einen ganzen Koffer voll so Fleischkäsebüchsli mitgenommen. Und hat dann, wenn er Hunger hatte, der war ja relativ gut genährt. Hat er dann so ein paar Fleischkäsebüchsli gegessen. Hat dann wegen dem auch immer Übergewicht im Flüger natürlich. Also ich glaube, allein vom Fleischkäse her Übergewicht zu wenig, aber wegen Fleischkäse würde ich es genau gleich machen. Danke vielmals, bist du da der Bruno Siffrig mit seiner Kapelle. Vielleicht wissen Sie es schon. In der Schweiz gibt es ja je nach Region ein bisschen verschiedene Volksmusikstile. Es tönt nicht überall genau gleich. Und wir haben jetzt hier auf der Bühne eine kleine Schweiz nachgebaut mit verschiedenen Volksmusikregionen. Da hinten beim roten Teppich wäre zum Beispiel die Berner Volksmusik, die die Schweizer Orgel dominiert. Dann hätten wir hier im grünen Ecke, ich gebe es jetzt zu, das ist fast ein bisschen mein Lieblingsecke, mit dem Hackbrett für die Appenzellermusik. Der blaue Ecke, da wäre dann die Innerschweiz mit Klarinette und Akkordeon. Und da vorne auf der gelben Plattform hätten wir dann noch den Bündnerstil mit einem Haufen Klarinette. Jetzt wollen wir natürlich auch hören, wie das tönt. Für das brauchen wir Musiker. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Jacqueline Wachter, Gabinet, der Simon Lütti, der Laurent Girard und der Christian Schmitzer. Begabte, talentierte, junge Musikantinnen und Musikanten stehen hier parat. Jetzt könnte man sie einfach machen und einfach jeden Stil nach dem anderen hören, aber nein, ihr seid ein bisschen gefordert heute. Wir haben nämlich einen Zufallsgenerator programmiert. Mit dem Licht, das heisst, wenn da hinten die Lampen sich bewegen, dann zündet es auf eine Region und dort müsst ihr her Musik. Wir schauen doch gerade mal, wie das funktioniert mit dem Generator. Das Licht bewegt sich und bleibt dann irgendwo stehen. Ja, das ist jetzt aber schön, he? Geht einmal die Region Appenzell, wer jetzt gefragt. Und ihr müsst dann sofort ins Appenzellerland sprinten und dort anfangen, Appenzeller Musik zu machen. Wir lassen den Generator jetzt dann gleich laufen. Ihr werdet gefordert sein, hoffe, ihr habt alle die Schuhe gebunden und gut montiert. Und damit wir daheim und hier in der Arena ein bisschen gut unterhalten wären, habe ich noch eine Regel. Musik wird hier nie aufhören. Also ständig weiterspielen, auch wenn der Stil wechselt, irgendwann mal am Instrument sein und spielen. Sind ihr bereit? Publikum, sind Sie auch bereit? Lassen wir los mit unserem Ländler-Karussell. Zufallsgenerator ab. Und gell, wir fangen ganz vorne an. Im Bündnerstil, Musiker bitte an die Instrument. Wir sind gespannt, wie das Experiment rauskommt. Region Appenzell. Thank you.
der Zufall hat wollen, dass man wieder zurückgeht auf Appenzell. Die letzte Nummer, erst ein Musikapparat, Christian Schnitzer, das zweite sind es schon mal. Jetzt sofort über zu der letzten Nummer. Volksmusikanten, danke euch vielmals für den Einsatz und liebe Damen und Herren, mein Vorschlag wäre, dass wir das Ländlerkarussell als sofort als neue olympische Disziplin aufnimmt. Wir hätten schon mal 5 Sportler. Bravo für euren Einsatz, merci vielmals. In unserem Nachwuchswettbewerb gilt es langsam ernst. Wir haben heute Abend 3 super Vorträge gehört. Die Leitungen sind alle offen und Sie können noch abstimmen für Ihren Favoriten. Zum Beispiel mit der Startnummer 01, Madeleine Husistein. Sie hat wunderbar gejodelt, hat sich selber mit dem Örgeli begleitet. Sie hat die Startnummer 01.
Und wenn Sie sagen, wir haben die Entlebucher Bergkling auch so gut gefallen, wie die hier im Bündnerstil gemusigt haben, gestrahlt haben, Sie haben die Startnummer 02, dann geben Sie doch Ihnen die Stimme. Oder wir haben noch eine dritte Dame im Bunde, nämlich Anna Rudolf von Rohr. Sie hat uns mit ihrem Alphorn verzaubert. Auch ihr könnt sie natürlich die Stimme geben. Das wäre dann die Startnummer 03. Sie haben noch ein bisschen Zeit zum Anrufen. Ich schlage vor, ich gebe Ihnen noch eine Minute. Und zwar genau ab jetzt. Der Countdown läuft, Madeleine. In wenigen Minuten werden wir wissen, wer gewonnen hat. Wenn jetzt du den Pokal, den Viva-Nachwuchspreis bekommst, hast du schon eine Idee, wo du ihn herstellen würdest? Irgendwo im Haus. Ich weiß es nicht. Noch nicht genau geplant. Zuerst mal schauen, ob es klappt. Genau. Wie sieht es denn bei den Entlebucher Bergklängen aus? Wir fragen doch, ja, komm, wir gehen zum Lorenz führen. So viele Frauen um dich herum hast, müssen wir dafür unter den Männern ein bisschen Männergespräche führen, gell? Wenn sie einmal nicht folgen, die Weiber da. Was machst du denn einmal, damit die vorwärts kommen und noch einen Haufen so schöne Stückchen spielen wie auch heute Abend? Ja, die folgen eigentlich immer. Wenn man so natürlich mit so einer Stimme sagt, ist dann klar, dann müssen sie folgen. Danke vielmals, Lorenz. Ja, dann wäre da noch Anna Rudolf von Rohr, die gesagt hat, wenn sie wieder mal einen Fernsehauftritt haben würde, dann würde sie mit dem Traktor kommen. Bleibst du bei dem? Ja, sicher. Kommst du auch mit? Jetzt bin ich aber jetzt musst du mir gleich noch schnell sagen, du hast ja die Prüfung jetzt seit 2 Jahren gemacht. Wie schnell würde denn die Maschine fahren? 40. Ja, ist immerhin 10 km/h schneller als mein Töffli. Dann würde ich mitkommen. Anna Rudolf von Rohr, übrigens. Der Countdown, liebe Damen und Herren, ist abgelaufen. Die Leitungen sind zu, bitte jetzt nicht mehr anrufen. Wir sind gespannt, wer das gewinnt. Und bis wir das Ergebnis wissen, gibt es jetzt noch mal ein bisschen Musik, nämlich aus dem Kanton Bern mit Pro Hoodie Chup. Thank you.
Hudizug mit Kugel rundum. Die Würfel sind gefallen, liebe Damen und Herren. In diesem Gouverne steht der Gewinner oder die Gewinnerin vom Viva Nachwuchspreis. Wir haben drei super Vorträge gehört. Heute war es wirklich schwierig. Zum Beispiel von der Madeleine Husistein. Sie hat gesagt, sie würde mir gerade einen riesen Kuchen backen, wenn sie gewinnen würde. Als angehende Konditorin. Oder den Tentli Bucher Berglänger. Mit denen müsste man auch noch etwas abmachen, jetzt, wenn ich bekommen will, wenn ihr gewonnen habt. Oder gerade vorher noch eine Einladung, die es gegeben hat für eine gemeinsame Traktorfahrt am nächsten Fernsehauftritt mit Anna Rudolf von Rohr. Wir sind gespannt, wer den Pokal da vorne, den Viva Nachwuchspreis, gewinnt. Mit dem Gewinn gibt es auch noch einen Auftritt in einer eigens gestalteten Sendung Boards Musik, wo die Gewinnerformation wird zu Gast sein. Es gibt einen Einsatz morgen Morgen im SRF Musikwelle Brunch. Also die Gewinner, die müssen dann gerade Haus weiter und natürlich Raum und eher bis in Hagen. Der Viva Nachwuchspreis 2016 geht in den Kanton Luzern an Madeleine Husistein. Herzliche Gratulation, Madeleine. Da ist dein Pokal. Gratuliere, Fjordlet und Fjordlet. Bravo, Madeleine. Und es gibt auch noch eine Gewinnerin daheim. Zehnenbürger Eva Mäusli, sie hat 10'000 Franken gewonnen. Auch ihre herzliche Gratulation. Und auch wenn ich hat gerne nochmal 2 Stunden weitermachen, liebe Damen und Herren. Das war Viva Volksmusik. 2 Stunden Volksmusik. Wenn Sie da wieder mal sehen wollen, können Sie zum Beispiel in 2 Wochen einschalten. Am Samstagabend, 4:07 Uhr, Sendung Boards Musik mit einem Musiker und Helikopterpilot. Das wäre doch auch noch spannend. Und jetzt einfach danke vielmals allen Mitwirkenden. Danke dem Publikum hier in der Bodensee Arena und danke Ihnen daheim. Ganz einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Merci!